Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Herzlich willkommen in Zukunft. Euro Überraschungsshow. Jawohl, und die Schnäppchenjagd geht weiter natürlich auch heute mit unserer 5 Euro Überraschungsshow. Und Sie haben sicher schon drauf gewartet. Wir wissen nicht, welche Produkte heute in dieser Sendung dran sind. Was wir aber wissen, ist, dass alle auf 5 Euro reduziert worden sind und Sie jedes einzelne Produkt, wenn wir nichts anderes sagen, sogar bis zu 5-mal bestellen dürfen. Was dran kommt, wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen. Und Kristen ist schon bereit und kann es kaum erwarten, den Buzzer zu drücken. Und da ist Diana. Und da bin ich gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ja, lassen wir uns mal gemeinsam überraschen, was denn so Spannendes heute dabei ist. Ich weiß, was das ist. Oh, das ist ein Induktionsladeständer für Qi-kompatible Smartphones. Und das Ganze in einer tollen schwarzen Verarbeitung. Damit laden Sie Ihr Mobilgerät bequem kabellos. Stellen Sie es einfach in den Ständer. Der Ladevorgang startet automatisch. Ihr Qi-kompatibles Smartphone erhält so frische Energie, ohne dass Sie ein Kabel einstöpseln müssen. Und das kann bei vielen Geräten betrieben werden. Ideal für iPhones ab Stufe 8. Dann zusätzlich Samsung Galaxy S7, S8, S9 und viele mehr. Auch das neue Huawei hat das. Das ist ja sehr modern heutzutage. Richtig, ne? Also Kontakt- oder kabelloses Laden, das ist toll. Durch Induktionsladung und übrigens dieses Qi wird QI geschrieben und so einfach kann es sein. Man muss keinen Stecker mehr reinstecken. Man stellt es einfach drauf auf den Ständer. Das darf bei Ihnen auf dem Nachttisch stehen oder natürlich, so wie wir es gerade gesehen haben, auf dem Schreibtisch. Man hat weiterhin das Display immer in Sicht und nebenher wird der Akku schonend geladen durch Induktionsspannung. Und ich weiß, du hast sowas zu Hause. Und jetzt sag mir doch bitte nochmal, das klingelt jetzt gleich in meinen Ohren, was hast du für deine Qi-Ladestation bezahlt? Habe ich leider vergessen. Ich glaube, mich zu erinnern. Echt? Er hat nämlich wirklich 50 Euro dafür bezahlt. Stimmt, ja. Und wir haben es jetzt für 5 Euro für Sie. Und es sieht auch noch toll aus, das muss man sagen. Also ist optisch ein absolutes Highlight. Ja, Sie bekommen jetzt sogar bis zu 5 Stück. Für dann insgesamt 25 Euro. Also Sie brauchen sich da nicht ärgern, weil hier bin ich richtig sicher, dass es das nirgends billiger gibt. Und also das ist doch wirklich toll, so ein QI oder Qi-Ladestation, oder? Wow, that's pretty impressive. Und es geht auch für dein iPhone. It's possible with the iPhone. Yeah, that's pretty cool. And it's only 5 Euro. Yes. I would also use it to put it there for my selfies. Das ist natürlich auch schön. Wenn man schon, jetzt hat man ja gleichzeitig noch einen Ständer, dann kannst du es auch während dem Aufladen gleich Selfies machen. Also das ist die Jugend das von ist heute. Eine gute Idee, aber ist natürlich möglich, klar, weil du ja die perfekte Position eigentlich hast. Ja. Und das finde ich eben gerade so einen großen Vorteil, gerade wenn man dann auch mal so im Büro ist oder so und man möchte da sein Handy nicht irgendwie auf den Tisch legen, dann lade ich es gleich. Hier sieht man das zum Beispiel mal im Homeoffice. Einfach ein schönes, angenehmes Gefühl für das Smartphone, aber eben auch für den Smartphone-Besitzer, weil meistens ist ja dann immer das Problem, dass du es entweder aufs Display legst, dann kommt da wieder eine Display-Beschädigung dran. Hier ist man natürlich auf der sicheren Seite und vor allem dieses nervige Kabel reingestecke, das findet nicht mehr statt, denn wir haben hier einen kleinen Preis von 5 Euro und vor allem, es ist auch dieser ganz sichere Halt, denn wir haben eine gummierte Ablagefläche und sogar Gummifüße mit da dran, so dass Ihre Ladestation nicht mehr verrutschen kann. Ja, und jetzt natürlich ein richtig toller Geschenketipp für alle, die jemanden kennen, der so ein G-fähiges Handy hat. Also Sie müssen jetzt gar nicht fragen, ist dein Handy G-fähig? Also Samsung zum Beispiel und iPhones, die sind alle G-fähig, die aktuellen Modelle und viele andere mehr. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Und dann ist sowas wirklich eine perfekte Geschenkidee, eine Kleinigkeit für 5 Euro, die auch mit Sicherheit gerne genommen wird, weil es gibt Leute, die haben auch schon geschaut, was kostet so eine Ladestation? 50 Euro ist mir zu viel, kaufe ich nicht. Dann sind sie froh, wenn sie es geschenkt bekommen. Sie müssen ja nicht verraten, dass Sie nur 5 Euro bezahlt haben. Ja, und vor allem machen Sie nicht den Fehler und kaufen Sie für 50 Euro, wenn wir das jetzt hier für 5 Euro auch im Angebot haben. Denn Sie dürfen ja auch hier wieder bis zu 5-mal zugreifen und sich natürlich perfekt damit ausstatten. Und die sieht richtig elegant aus. Die sieht toll aus. Einfach nur noch hinten Kabel reingesteckt und dann nutzt man das. Gibt es inzwischen auch in Wecker mitverarbeitet, aber auch dafür zahlst du natürlich gutes Geld. Aber ich finde das Design einfach auch so schön. Die nimmt nicht viel Platz weg, gerade wenn du es am Nachttisch stehen hast oder eben auch im Schreibtisch oder auch mal im Wohnzimmerbereich.
Richtig, also man kann es hinstellen, wo man will, aber was auch wichtig ist, du hast es ja immer im Blickfeld. Ja, normalerweise zum Laden liegt ein Handy flach irgendwo, egal auf dem Schreibtisch, Nachttisch, und du siehst ja nicht auf den ersten Blick aufs Display. Du musst immer wieder das Smartphone in die Hand nehmen, wenn du es sehen willst. Hier ist es genau in der Position, dass sie jederzeit draufschauen können. Und sowas jetzt für 5 Euro, also für mich ein riesen Preishit, das muss ich sagen. Und sie können wirklich schon fast die ganze Familie damit nochmal beschenken, denn bis zu 5-mal dürfen sie bei dieser G-Ladestation zuschlagen. Ja, und Sie brauchen dafür noch die Bestellnummer und die geben wir Ihnen natürlich gerne. Das ist die PX2423 und die 569. Ganz wichtig, sagen Sie die 569, sonst zahlen Sie den regulären Preis. Und ich glaube, 5 Euro für eine G-kompatible Ladestation ist schon was ganz Besonderes natürlich für Sie. 5 Euro für Sie exklusiv PX2423 und die 569. Und dann kommt sie in wenigen Werktagen zu Ihnen. Das ist eben auch mal ein schönes Geschenk zum Beispiel, wenn man auch mal was für eine Person tun möchte. Und gerade jetzt momentan möchte ich ja jetzt auch nicht mehr in irgendeinen Einkaufsladen oder so gehen, sondern ich würde jetzt alles von zu Hause aus bestellen. Ja, ist doch auch viel praktischer und einfacher und es kommt jetzt alles noch vor Heiligabend bei Ihnen an. Es geht weiter mit vielleicht der nächsten Geschenkidee. Wir wissen ja nicht, was drin ist, aber Dankeschön. Wir werden es gleich wissen, gemeinsam mit Ihnen. Dankeschön. Und das ist ein... Au. Oi. Jetzt bin ich gespannt, ob du gleich mal weißt, was das ist. Jetzt komm, rat mal. Strommesser? Richtig, das ist ein digitaler Energiekostenmesser. Und da kannst du auch Display hier drehen. Und das, schau mal, oben ist Display und jetzt steckst du einen Verbraucher ein und siehst auf den ersten Blick, wer es denn in deinem Haushalt der Stromfresser ist. Und dabei ist es egal, wie rum man es anschließt, man sieht es immer. Und jetzt haben wir viele vielleicht eine höhere Stromrechnung und denken, Mensch, ich spare doch schon überall. Was meiner Geräte ist jetzt zum Beispiel ein Stromfresser? Und das kannst du dann damit identifizieren. Ich meine, oftmals sind es ältere Kühlschränke. So ein Kühlschrank heutzutage, der braucht 100, 120 Watt mit Energieeffizienzklasse A. Wenn du einen alten hast, der vielleicht auch schon sehr betagt ist, dann können das auch mal 400, 500 Watt sein. Und dann lohnt es sich auch, wenn man den identifiziert hat, auch mal zu schauen, welche Geräte viel brauchen. Und wenn man dann noch seinen Stromkostenpreis weiß, dann kann man sogar gleich in bares Geld umrechnen, was denn hier an Strom gefressen wird. Ein Mega-Angebot, sowas jetzt für 5 Euro. Gerade jetzt momentan, war jetzt bei mir erst letztens wieder der Brief, wo jetzt mir vorgeschlagen wird, meinen Stromtarif einfach mal zu ändern. Das überlegt man natürlich dann mehrmals, weil man dann wieder überlegt, naja, wie viele Geräte brauche ich denn eigentlich oder wie viele Standby-Geräte habe ich denn? Denn wenn der Fernseher im Standby-Modus ist, frisst er natürlich immer noch ganz schön viel Strom. Und das können Sie ab sofort hier mit diesem Strommesser natürlich jederzeit mit überprüfen. Das Display ist drehbar, das heißt, Sie können das sowohl von oben als natürlich auch von unten lesen. Und was ich richtig praktisch finde, dass man gleichzeitig sogar noch den Strompreis ermitteln kann. Und das jetzt alles hier zu diesem kleinen Angebot von 5 Euro. Davon auch wieder bis zu 5 mal zugreifen, Ralf. Ne? Richtig, und ich finde das richtig interessant. Das sollte eigentlich jeder Haushalt haben. Eigentlich mal alle Abnehmer überprüfen. Übrigens, hier möglich bis zu 3680 Watt. Warum ist das wichtig oder warum ist das die Maximalgrenze? Das ist auch der Maximalleistung, die aus einer Schuko-Steckdose 230 Volt herauskommen kann, so die mit 16 Ampere abgesichert sind bei Ihnen und deshalb diese Grenze nach oben. Aber ganz interessant, was braucht mein Fernseher, was braucht mein Kühlschrank, was braucht die Stereoanlage oder was braucht auch mal die Spielekonsole, was braucht mein Haartrockner? Also ich finde das mal interessant, das weiß man oftmals nicht. Ja? Und hier sehen wir aber und das weiß man mittlerweile, dass im Schnitt ein Haushalt in Deutschland nur im Standby-Modus 115 Euro verbraucht. Wow. Und auch das können Sie eben mal testen, wie viel Strom fließt denn, wenn meine Geräte nur auf Standby sind. Also ich finde es ganz interessant und sollte jeder Haushalt einfach mal durchchecken, was wie viel Strom braucht. Und dann, wie gesagt, Kühlschrank als erstes mal checken. Wenn Sie ein Wasserbett haben, checken Sie das auch mal, da werden Sie vielleicht erschrecken. Vor allem 115 Euro pro Monat, wenn du das auf ein Jahr hochrechnest, dann kommt man ja auf eine mega hohe Zahl. Wir bieten es Ihnen jetzt hier an für 5 Euro. Super praktisch, auch nochmal mit dem drehbaren Display. Dann natürlich diese kleinen Voreinstellungen, die Sie einspeichern können. Und das jetzt zum kleinen Preis von 5 Euro. Nicht lange zögern, schnell sein und folgende Bestellnummer bestellen. Ja, das ist die NC 5561 und die 569. Und ich halte das ganz, für ganz wichtig, dass man mal eben auch das im Blick hält. Übrigens, für nächstes Jahr
Jahr haben manche schon vorher gesagt, dass man eine enorme Preiserhöhung bei den Stromkosten haben würden, auch wegen den Umweltumlagen und was weiß ich alles. Aber dann finde ich es ja doppelt wichtig, weil dann geht es wirklich um Geld. Und wenn ich mit 5 Euro langfristig Geld sparen kann, dann investiere ich die 5 Euro. Und das sollten Sie auch tun. Aber es geht weiter. Und jetzt drücken wir den Buzzer und schauen nochmal, wo Sie richtig sparen können. Und jetzt kommen wir zum Preisalarm. Das heißt, jetzt kommt wieder ein Produkt, was normalerweise nicht in die 5-Euro-Überraschungsshow gehört. Wir bieten es Ihnen aber an. Und das ist ein Produkt wichtiger denn je momentan. Ein automatischer Seifenspender, nämlich mit Infrarotsensor. Und Sie können bis zu 400 Milliliter Seife jederzeit hier nämlich mit hineinfüllen. Und sowas jetzt für 5 Euro ist der absolute Wahnsinn, weil es komfortabel ist, sieht gut aus. Und wenn er eingeschaltet ist, probieren wir mal gerade kurz. Sehen Sie, jetzt kommt genau die richtige Seifenmenge raus. Du siehst es, stoppt auch automatisch. Und jetzt kannst du kontaktlos die Hände waschen. Jetzt bin ich natürlich noch mal drunter gekommen, aber ist ja kein Problem. Und es tropft auch nicht nach. Und jetzt Hände waschen. Und das ist heute noch wichtiger als bisher. Weil bis jetzt war es eigentlich ein Luxusproblem oder ein Luxusartikel. Aber mittlerweile ist es eigentlich bitter notwendig, weil du solltest ja auch Kontakt mit deinen Händen vermeiden. Und hier nimmst du nicht mal den Seifenspender in die Hand. Normal drückt man ja irgendwie oben drauf. Ja? Und wer weiß, wer da vorher schon alles dran war. Also auch jetzt hier eine Hygienemaßnahme. Und früher hat man immer gesagt, wegen den Schokoladehänden der Kinder oder Ähnlichem. Und das ist natürlich eine richtig saubere Sache. Und wichtig auch hier, es ist jederzeit mit jeder Flüssigseife nachzufüllen. Es gibt Hersteller von solchen Seifenspendern, da musst du fertige Patronen kaufen, die nur da reinpassen. Da zahlst du da wieder ein richtig viel Geld. Hier kannst du ganz einfach so einen Vorratspack kaufen und dann immer wieder nachfüllen. Und durch den transparenten Tank siehst du auch immer, wann du wieder nachfüllen musst. Und vor allem, die sehen richtig edel aus. Wir haben hier diesen ganz tollen transparenten Füllbehälter für die optimale Sicht natürlich auch auf den Inhalt. Das ist unser Preis. Alarm bedeutet nur einmal pro Tag, einmal pro Besteller dürfen Sie jetzt hier zugreifen. Aber ganz ehrlich, für 5 Euro, da überlege ich gar nicht lange. Den sichere ich mir ganz schnell. Jana aus Raps an der Thaya hat ihn auch schon und sie schreibt, es ist ein sehr gutes Produkt. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Jana wird aber nicht 5 Euro dafür bezahlt haben, sondern deutlich mehr. Nämlich bei Pearl.de liegt es bei knapp 15 Euro. Das heißt, jetzt noch mal 10 Euro knapp gespart. Das ist ein riesengroßer Ersparnis. Und gerade jetzt sowieso in diesem Jahr ist ja Händewaschen wichtiger denn je. Viele Menschen achten da natürlich jetzt auch ein bisschen akribischer wieder drauf, schauen da auch wieder ein bisschen mehr mit drauf. Und hier mit so einem wertvollen und ganz besonderen automatischen Seifenspender, da macht das Waschen auch richtig Spaß, vor allem auch den Kindern. Richtig, also die werden sich auch häufiger die Hände waschen, weil es so einfach ist. Also einfach mit der Hand runter. Christian, willst du auch mal? You want to test it? Einfach so drunter. Und jetzt schau mal, jetzt kommt die Seife genau in der richtigen Menge und jetzt kann man die Hände waschen. Ich habe nichts berührt, ich werde auch in Zukunft nichts berühren. Also das ist toll. Sie denken aber bitte dran, es ist unser Preisalarm des Tages. Das heißt maximal ein Stück pro Besteller, aber 5 Euro ist ein Hammerpreis. Habe ich so noch nie gesehen, Sie haben es gesehen. Bei Pearl.de ist es schon sehr günstig, aber jetzt, das ist ein einmaliger Preis, 5 Euro und die Hände sind hygienisch sauber. Ja, die Hände sind natürlich dann ganz sauber. Und wir können ja auch mal Kristen einfach fragen, ob du denn so einen favorisierten Duft hast, wenn es um Seife oder um Duschgel geht. I don't know if I have a favorite, because I like to mix them up all the time with different fragrances. Ah, okay, also sie mischt sehr, sehr gerne verschiedene Düfte miteinander. Ich bin ja auch so einer, ich nutze lieber so einen neutralen Duft und mache dann noch mal so ein schönes Deo mit drüber. Das riecht dann noch ein bisschen angenehmer. Ja, aber da bist du ja frei, egal ob jemand Maracuja mag, ob jemand neutral mag, da passt ja jede Flüssigseife rein. Und man ist eben nicht gebunden an Nachfüllpacks, sondern sie holen das Produkt ihres Vertrauens und füllen es wieder rein. Und denken Sie bitte dran, das ist unser heutiger Preisalarm. Das heißt, hier bitte dran denken, maximal ein Stück pro Besteller dürfen wir zulassen. Aber das würde ich auf jeden Fall ausnutzen. Ja, und machen Sie es jetzt wie
wenn Sie schlau sind, sofort gehen Sie ans Telefon, bevor unser Sonderkontingent vergriffen ist. Denken Sie auch dran, alle unsere 5-Euro-Produkte in dieser Show sind immer nur in begrenzter Stückzahl vorhanden. So gilt das natürlich auch für unseren Preisalarm. Und dafür brauchen Sie noch die Bestellnummer. Und das ist die NX5273 und die 569. Wir hören auch jetzt gerade schon wieder, unser Energiekostenmesser ist super stark nachgefragt. Dieter, liebe Grüße an Sie. Sie haben unter anderem gerade 2 Stück bestellt, alles richtig gemacht. Dann können Sie auch diesen Stromtierchen, die immer so viel Strom fressen, mal den Kampf ansagen. Ja, eben, man sieht auch, also gehen wir jetzt mal weg vom Seifenspender, aber ich halte diesen Energiemesser eigentlich wichtig für jeden Haushalt, weil man oftmals den Stromfresser gar nicht identifizieren kann. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende, wir sind immer noch am Anfang. Es geht weiter. Preisalarm übrigens höre ich sofort. Die Leitungen sind heiß gelaufen. Also wenn Sie jetzt nicht gleich durchkommen, telefonisch probieren Sie es in 2-3 Minuten nochmal oder machen Sie es dann einfach übers Internet. Aber wichtig ist dann pearl.tv. Nur dann bekommen Sie den fantastischen Sonderpreis. Es geht weiter mit, und zwar fangen wir an, weißt du, was das sind? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber man kann ältere Glühbirnen auf die kleineren machen, ne? Größere oder auf die kleineren. Genau. Und zwar, gib mir, pass mal auf, wir haben hier 2 Adapterpaare, jeweils ein 4er-Set. Und zwar haben wir einmal, und damit fangen wir an, mit E27, also die große Fassung auf die kleine. Für was braucht man das? Ganz einfach, stell dir mal nur vor, das ist das einfachste Beispiel. Du hast jetzt eine Lampe, die eine E27-Fassung hat, also eine große. Möchtest aber Kerzen reinmachen. Und die Kerzen gibt es nur mit E14, also mit der kleinen Fassung. Geht mit E27 nicht. Also diese Reduktion in dem Fall rein, diesen Adapter. Und jetzt passen die E14. Anderes Beispiel. Du hast eine Birne, die kaputt gegangen ist. Machst auf. Puh. E27-Fassung. Jetzt hast du in deiner Schublade nur noch E14-Fassungen. Hast also keine Birne, die passt. Kein Problem. Diesen Adapter rein. Also das ist auch was, in jeden Haushalt gehört das meiner Meinung nach. Wir haben es nachher auch noch andersrum. Ganz wichtig, also von der kleinen E14 auf die E27. Aber das ist toll und jeweils ein 4er-Set. Das waren gerade so viele Zahlen in meinem Kopf, dass ich jetzt nur verstanden habe, man kann einfach Glühbirnen, die nicht diese normale Größe haben, anpassen an die anderen. Ne? Richtig, also nochmal ganz einfach übersetzt. Es gibt im Haushalt sind üblich 2 Fassungen. Die große, die hat die größere Zahl E27. Die kleine Fassung hat die Zahl E14. Und das ist jetzt das Erste. Und jetzt hast du eine Fassung in der Lampe mit E27, möchtest aber ein E14-Stück reinmachen. Dann nimmst du die. Und jetzt haben wir gleich noch die anderen. Da hast du eine Lampe mit einer E14, also einer kleinen Fassung, möchtest aber eine Birne mit einer großen Fassung reinmachen. Dann brauchst du diesen Adapter. Und wir haben jetzt beide jeweils im 4er-Set für Sie. Und nochmal, E27 auf E14, also groß auf klein, hat die Bestellnummer NC6590 und die 569. Und andersrum, klein auf groß hat die NC6589 und die 569. Und das ist wichtig für jeden Haushalt. Also ein Beispiel will ich jetzt wirklich nennen. Und zwar, eine gute Freundin von mir hatte in der Küche so wie einen Kronleuchter. Ja? Und da waren aber nur 4 Lampen drin mit E27-Fassung. Und sie wollte unbedingt diese LED-Kerzen, die schlanken, die flackern. Die gibt's aber nicht mit E27. Die gibt's nur mit E14. Und mit diesem Adapter ist so ein Problem zum Beispiel auch gelöst. Ja, und ganz wichtig ist vor allem, ich habe so verstanden, man sollte die beiden einfach mal zu Hause haben. Richtig. Weil das ist die Vorbeugung. Wenn man mal nicht die passende Glühbirne dann hat, dann habe ich natürlich sofort einfach den Adapter und kann dann eine etwas kleinere, auch mal auf eine größere Fassung oder die größeren mal auf die kleinere Fassung schrauben. Genau, ein gutes Beispiel noch für meine Enkelin. Ich habe ihr so eine Disco-Leuchte gekauft. Die kennen Sie auch, Glühbirne, ja, und dann Disco-Licht. So, und das war E27. Sie hat aber eine Nachttischlampe, die hatte nur eine kleine Fassung. Und die brauchte dann auch so einen Adapter. Sie sehen die Bestellnummer nochmal eingeblendet. Jeweils das 4er-Set. Und ich würde Ihnen raten, jetzt wirklich beide zu bestellen, weil man beide immer mal wieder gebrauchen kann. Und sie kosten jeweils 5 Euro. Ist eine enorme Erleichterung, weil du auch nicht mehr aufpassen musst, was muss ich jetzt für Birnen kaufen, weil dann passen plötzlich alle Birnen auf alle Lampen. Ich sage einfach, beide daheim haben, dann ist man perfekt ausgestattet. Gerade wenn die Baumärkte jetzt demnächst zumachen, dann ist es, glaube ich, besser, wenn man sowas mal zur Vorbeugung da hat. Ne? Ja, da ist es doppelt wichtig. So, und Diana ist wieder, nee, der Kristen ist wieder ganz dynamisch, obwohl Diana natürlich auch. Und ich kriege ein großes Paket. Jetzt haben wir... Da, 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 da.
Das ist also von unserem Fahrradzubehör oder für jedes Fahrrad, aber das für 5 Euro jetzt? Aus dem aktuellen Programm. Es ist ein Zweierset, nehme ich an, ja. Ja, und zwar Rückspiegel fürs Fahrrad oder für den Roller oder fürs Mofa. Und das ist ja perfekt, ganz einfach am Lenker festzumachen. Und das ist so eine zusätzliche Sicherheitsoption. Ich glaube, im Auto ist es Pflicht. Nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. Du musst im Auto Rückspiegel haben. Geht nicht ohne, sonst kriegst du keine Zulassung. Aber im Fahrrad, ja, heißt immer mal kurz über die Schulter schauen. Aber so hast du eben beide hinter oder beide Seiten immer im Blick. Und vorne haben wir auch noch einen Reflektor. Das heißt, du wirst auch in Dunkelheit von vorne her noch besser gesehen. Ja, und es gibt ja oft so Situationen, gerade am Fahrrad. Ich erinnere mich da jetzt mal an die größeren befahrenen Straßen, wenn von hinten ein Autofahrer kommt, der schnell mal den Fahrradfahrer überholt, der Fahrradfahrer das vielleicht gar nicht mitgräbt und dann ist schon wieder der Unfall da oder was auch immer. So ein Spiegel gibt noch mal eine größere Sichtstärke bzw. Sichtvielfalt, denn ich nehme natürlich auch noch mal das wahr, was im hinteren Bereich wichtig ist und das für 5 Euro. Ich weiß, die sind im regulären Programm schon mega stark nachgefragt. Die waren auch lange Zeit ausverkauft. Richtig, richtig. Jetzt haben wir sie wieder da und bieten sie Ihnen hier für 5 Euro an und das Ganze sogar wieder bis zu 5-mal dürfen Sie natürlich auch hier gerne zugreifen. Seien Sie da schnell, weil ich kann Ihnen eins sagen, die sind super, super stark nachgefragt. Auch jetzt hören wir schon wieder, ist die Nachfrage groß. NX 1483 und die 569 ist hier die Bestellnummer für Sie. Und vor allem, die sind ja auch ganz einfach anzubringen. Ja, richtig. Du musst eine Schraube im Prinzip festdrehen. Wir haben hier unten so eine Klemme. Das machst du an den Lenker hier. Das ist auch gepolstert, passt auch um jeden handelsüblichen Lenker. Und dann richtest du den Spiegel eben nach deinen Bedürfnissen aus. Und dann hast du eben auch als Radfahrer den Blick nach hinten. Und nochmal, es ist ein Zweierset, also links und rechts angebracht. In beide Richtungen oder an beiden Seiten kann man dann, ohne sich umzudrehen, nach hinten schauen, ist für mich eine Sicherheitsoption. Und ich muss auch sagen, wir haben es ja schon montiert an den Fahrrädern, das sieht dann irgendwie cool aus. Die sehen richtig cool aus und ich würde auch einfach mal Kristen fragen, ob sie denn gerne und viel Fahrrad eigentlich fährt. I do. Yes, I normally run or ride my bike around like 10 miles back home. Wow, 10 Meilen fährt sie nach Hause. Das sind knapp 15 Kilometer. Das sind knapp 15 Kilometer, wow. Okay. Yeah. Tja, das fahre ich auch im Jahr oder so. Ja. Und sie macht das jeden Tag. Aber dann ist natürlich, je mehr man unterwegs ist, desto wichtiger ist es, dass man sich auch sicher fühlt. Hast du schon jemals Radfahrer gesehen? Ja, natürlich. Radfahrer sind übrigens, ich glaube, mit die schwächsten Verkehrsteilnehmer, weil da passieren ganz, ganz viele schlimme Unfälle. Und so, das ist auch wieder so eine Sicherheit für einen selber, dass man eben auch niemand übersieht. Oder wenn man selber mal übersehen wird, kann man vielleicht noch reagieren, weil man es im Rückspiegel bemerkt. Also ich finde es klasse. Sicherheitsoption. Auch die passive Sicherheit durch den Reflektor. Auch von vorne wird man zusätzlich natürlich zum Licht bei Nacht besser gesehen, weil Reflektoren sind ganz, ganz wichtig. Also ich finde das ein tolles Produkt. Einfach zur Hand haben. Zweierset, 5 Euro. Sofort ran ans Telefon, bevor unser Sonderkontingent hier wieder ausverkauft ist. Aber schon alleine bei 15 Kilometern, die Kristen damit fährt, würde ich jetzt ganz klar sagen, sie bräuchte dringend vielleicht auch noch mal solche Spiegel. Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn man auch viel fährt. Wir hören auch jetzt gerade schon wieder unser Induktionsladeständer mit der Qi-kompatiblen Ladestation. Ist ganz stark nachgefragt. Liebe Grüße unter anderem auch an Heidemarie. Schön, dass Sie mit dabei sind und vor allem, dass Sie natürlich auch hier wieder in der 5-Euro-Überraschungsshow sich überraschen lassen, was denn Spannendes auf Sie zukommt. Sie brauchen noch die Bestellnummer für das Zweierset der Fahrradrückspiegel mit Lenkerhaltung. Das ist die NX 1483 und die 569. Nur mit der 569 kriegen Sie unseren TV-Sonderpreis. Rufen Sie gerne an unter der 0180 51 51 und dreimal die 2. Sie sehen ja selbst, unsere Kollegin Anne-Kathrin fährt jederzeit mit ihrem Pedelec und natürlich auch mit ihren Spiegeln. Da ist man einfach auch noch mal auf der sicheren Seite. Es haben vielleicht viele auch vor, zu Weihnachten ein Fahrrad zu verschenken an die Kinder oder an die Enkel. Jetzt einfach dieses Spiegelset noch mit dazu bestellen. Dann ist das Fahrrad noch sicherer und noch cooler, würde ich sagen. Und die Montage geht, also wir haben es ja selber schon montiert hier, die geht keine 5 Minuten. Also ist auch kein großer Act. Ja, überhaupt kein großer Eck. Deswegen lassen wir uns noch einmal überraschen, was denn als nächstes auf uns zukommt. Nehmen wir den Buzzer drücken, Kristen Haare richten, Buzzer drücken und Diana loslaufen lassen. Und dann schauen wir mal. Dankeschön. Ja, super. Danke dir. Na, das ist wunderschön, sagt sie gerade. Oh.
Also schon mal ein Fünfer-Set, das ist also eine ganze Handvoll. Und zwar Mini-Solar-LED-Wegleuchten mit Dämmerungssensor. Das heißt, sobald es dunkel wird, fangen die an zu leuchten. Die haben so einen kleinen Erdspieß und dann sehen wir das. Also 5 Stück davon. Und ich finde die Optik schon schön so. Sieht aus wie Edelstahl und Glas. Ja? Also so scheint die Optik zu sein. Dann ganz einfach am Wegrand positioniert. Tagsüber lädt sich's auf und nachts gibt es einen leichten Schein. Das heißt, man kann damit auch Stolperfallen entschärfen. Ja, und das sieht richtig edel aus. Ich gebe Ihnen gerade noch den 5. natürlich mit dazu, denn Sie bekommen natürlich 5 Stück hier automatisch im Lieferumfang enthalten. Im unteren Bereich ist sogar noch mal der passende Erdspieß. Das heißt, dann können Sie es natürlich auf praktische Art und Weise einfach in die Erde einmal mit hineinfixieren. Und das Schöne ist, da müssen keine Stromleitungen oder irgendwelche Elektroleitungen gelegt werden, denn hier erfolgt alles durch Solarenergie. Das heißt, die Sonne lädt ihre neuen LED-Lampen wieder auf. Gut, das ist vielleicht jetzt etwas, was man vielleicht im Winter nicht gebrauchen kann. Aber sowas schon mal vorratsweise zu Hause haben, dann, wenn der Frühling wiederkommt, der Sommer wiederkommt und du hast so einen kleinen Weg oder vielleicht auch zum Auto hin, dann kannst du die natürlich super anbringen. Also ich habe Solarwegleuchten bei mir im Garten und ich kann dir sagen, die funktionieren auch im Winter. Da brennen sie nachts nicht so lang, weil ja tagsüber nicht so lange Tageslicht ist. Aber das ist auch im Winter richtig schön. Aber natürlich für den Sommer, fürs Frühjahr vorausschauend. Und dann brennen solche Sachen auch wirklich 8 Stunden, also die ganze Nacht, das kann man hier sagen. Und es ist kabellos, es ist ein 5er-Set für 5 Euro. Ja, wir haben ja auch gestern die Mama von Kristen kennengelernt. Liebe Grüße, Sharon. Und ich würde sagen, das wäre doch perfekt für den Platz deiner Mutter oder das Grundstück deiner yes, Mutter. Yes, it would be perfect for her home. She has lights everywhere. Yeah. She just keeps adding to it. Sie sagt gerade, ihre Mama sagt, das wäre perfekt für den Platz zu Hause. Und vor allem ihre Mutter hat überall Licht. Also überall Licht, wo man sich Licht vorstellen kann. Und ich finde, das Schöne ist eben auch, dass die so richtig hochwertig auch aussehen. Ne? Durch richtig. Dieses tolle Material, durch diese schöne Verarbeitung, durch dieses tolle Glaselement, was natürlich kunststoffmäßig erzeugt ist. Aber das sieht schon hochwertig aus. Es sieht richtig hochwertig aus. Und vor allem, du hast ja überhaupt keine Arbeit mehr. Erstens mal keine Folgekosten, weil die Energie wird ja durchs Tageslicht hier gezogen praktisch. Und du musst es nicht mal ein- oder ausschalten. Weil mit der Dämmerung, da ist ein Dämmerungssensor oder ein Lichtsensor mit eingebaut, sobald es dunkel wird, gehen die Lämpchen an, sobald es hell wird, gehen sie spätestens wieder aus. Also überhaupt keine Arbeit mehr, einmal hingesteckt und dann haben sie eben so einen Weg beleuchtet oder vielleicht auch Terrassenabgang, wo 2, 3 Stufen sind, um die Stolperfallen hier ganz einfach zu entschärfen oder auch mal den Weg zum Müllhäuschen. Da läufst du auch mal, jetzt ja, wird es um 17 Uhr dunkel, willst du noch Müll rausbringen, alles finster. Einfach mal so den Weg entlang, ein paar Lämpchen und dann läuft man auch immer den kürzesten Weg. Und Sie dürfen dieses 5er-Set ebenfalls bis zu 5-mal bestellen. Und dann kannst du auch einen richtig langen Weg damit beleuchten, sodass also wirklich auch lange Strecken hier mit den Wegleuchten ausgestattet werden können. Es sieht richtig edel aus und es kann auch Ihren Garten natürlich noch mal schön aufwerten. Ich stell mir das auch schön vor, wenn du so Blumenkästen hast und macht das jetzt vielleicht momentan so im Winter, vielleicht auf einer Terrasse oder auf einem Balkon. Auch da sehen die natürlich richtig edel aus. Und vor allem nochmal 5 Euro für dieses Hammerprodukt. Ja, 5 Stück kriegen Sie, bis zu 5-mal dürfen Sie zugreifen. Das heißt, 25 dieser ganz besonderen LEDs für 25 Euro. Das ist schon ein Schnäppchenpreis. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer fürs 5er-Set. Das ist die NX 3222 und die 569. 5er-Set, 5 Euro, Stück 1 Euro. Günstiger kann es nicht sein. Denken Sie auch noch unseren Preisalarm. Da sind wir auf den letzten Stückzahlen. Unseren automatischen, berührungslosen Seifenspender. Auch das ein weiteres Highlight. So, und damit sind wir am Ende. Sie bleiben jetzt aber bitte bei uns, weil es geht gleich spannend weiter. Und denken Sie dran, auch heute um 19 Uhr die 10-Euro-Überraschungsshow. Bis dann. Viel Spaß.